Oh, mit dir, Leon, schießt du los zu Rise of the Tomb Raider. Nehmen wir jetzt mal weiter und nehmen wir mal noch mal kurz einer gehen. Weil wir ja am letzten Ding wieder dazwischen geredet haben. Das können wir nicht. Da können wir was machen. Ah ja, das hört sich gut an. Gut. Sonst können wir nichts. Gut. Aber dann das Ziel liegt im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Na, echt? Verstanden. Bin doch immer gefährlich, wenn ich daher komme. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt. Sie ist hier. Stimmt, er hat. Feuer frei. Schalten wir sie aus. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer Sonne. Verdammt! Wir kümmern uns darum. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen. Weg hier! Na, halt mich nicht. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Durchsuchen und säubern. Los, los. Okay, hier ist der Punkt. Hier drüben ist nichts. Hey, wieso ist denn das Moor, bitte? Ich kann gar nicht wissen, wo ich gesprungen bin. Genau durchs Eis durch, gell?
jetzt kümmern. Es gibt es halt, das ist echt anstrengend. Dann schauen sie da wieder. Meine Fresse, das ist nervig. Okay, jetzt bringe ich alle langsam an dem gleichen Logo. Nächste Weg. Und einer mit dir, das ist vorbei. Muss denn das alle gewinnt sein? Abwarten, lass sie zu dir kommen. Oh Gott, nein. Jonah! Lara! Ich bin hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe... Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein,
Er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Auf zum Jacob. Bitte leg jetzt nicht beim Video. Warum ist es jetzt so leise? Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich hab's gewusst. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Gitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance? Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Wie es gewusst, so einfach, dass er das ist. Der wenig benutzte Weg. Alter. Puh.
wir unsere alten Freunde treffen mal wieder. Befreien sie natürlich. Das braucht man nicht. Okay, das kannst du vergessen. Müssen wir anders machen. Da müssen wir eindeutig und hier machen. Was tut's denn? Dann der mal anders hupfen, ist mir jetzt erwischt. Dann lassen wir's jetzt. Gehen wir wieder so. Natürlich ist da Lager. Ist lauer, braucht man jetzt noch nicht. Ist auch bloß wieder irgendwas drinnen. Faszinierend. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest, bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Alter. Unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich muss das in die richtige Position bringen. Hä? Die regt mich so auf. Die springt immer irgendwo hin.
Du springst da hin und sie springt. Oh ja, ich springe jetzt einfach mal oben. Weil ich lustig bin. Und jetzt mache ich nur mal alles hinein, weil ich lustig bin. Blöde, cool, blöde. Jetzt kommt sie von mir auch nicht hin. Was? Hallo. Möchtest du mich verarschen? Hallo, darfst du auslassen? Darfst du vielleicht auslassen? Ah, jetzt auf einmal lässt du da aus. Eh klar. So. Mal kurz schauen. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Ich glaube, die krass, gell? Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Geduld, Lara. Jetzt! Was ich da schön finde. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Gut, also für die ohne nachzulassen. Okay, also auf drei.
Glocken. Die alte Stadt ist nah. Ja, es kann schon sein, aber trotzdem. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia, greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Ich werde dich freuen, wenn sie den Besuch kriegen von mir. Όμως εσείς φοράτε την παροπλία της πίστης και όταν πέσετε, θα σηκωθείτε ξανά. Θα τους σκοτώσετε όλους. Η πηγή δεν θα μετακινηθεί. Θα υπακούσετε την διαταγή του προφήτη. Είμαστε σαν. Στάει με τρεσίον. Vielleicht ist er. Ich bin zwar nicht gesprungen an den Mund, aber okay. Dann halt nicht. Boy. Nee, das ist schon das Ecke. Ah, die Folge spielt viel zu lange, Leute. Hey. Also dann, zieh das da was, wenn ich von der Lust habe, dann müssen wir uns noch beim nächsten Mal. Also, hau wie deri.